Wir sprechen heute mal wieder ein bisschen über Meta, denn die YCS in Bologna ist ja abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt eine Übersicht, wie das Format aktuell gestaltet ist. Ich denke mal, die Kategorien muss ich nicht mehr erklären. Ihr seht sie an der Seite. Generell ist es so, ich habe bei dem Format jetzt nichts wirklich geändert, was sich wo einsortiert. Wir fangen an einmal mit Centurion. Centurion würde ich ganz klassisch in T2 hinordnen. Wir haben gesehen, es hat ein paar Tops gehabt in Bologna. Es scheint auch ein Deck zu sein, was gespielt wird und die Fähigkeit hat, wirklich Ergebnisse zu erzielen. Es reicht aber nicht dafür, wirklich halt ganz oben anzukommen. Denn ich habe das Gefühl, dass die Decks, die weiter oben sind, einen deutlich besseren Job machen als jetzt Centurion selber. In meiner Liste hier fehlt ein Deck, das ist Fire Kings. Das habe ich noch nicht mit reingepackt. Es hat zwar getoppt, irgendwie sehe ich das nicht im Meta. Ich habe auch ein Deck gebaut für 30 Euro. Wird wahrscheinlich die nächsten Tage wieder online kommen, mal gucken, wann ich die Structure eigentlich bekommen werde. Aktuell würde ich es wahrscheinlich so bei Küchentisch reinpacken, weil es ein solides Deck ist, was ihr mit euren Freunden spielen könnt, aber bevor der Support draußen ist, mit den Snake-Eye-Karten glaube ich nicht, dass es ein Viable Deck ist, was ich auf dem Turnier mitnehmen würde. Dann haben wir einmal das Chimera-Deck. Packe ich auch so T2. Habe ich schon mal gesagt gehabt, ist ein solides Deck, könnt ihr spielen. Ihr kriegt extrem viel Advantage. Die Frage ist, was bringt der Advantage euch einfach? Nicht so viel. Despia packe ich auch mal zu T2. Wir haben in den Top 4 einen Despia-Spieler gehabt. Die Deckliste selber habe ich noch nicht gesehen, dass so ein T2-Deck toppen kann und auch sehr weit kommen kann. Ja, safe. Es ist trotzdem immer noch kein Deck, was ich jetzt erwarte, dass es jetzt wirklich die meisten Plätze einnimmt, weil es für mich nicht das Deck ist, was super konstant ist, was immer noch an Ash extrem verlieren kann. Und dadurch, dass aktuell Gott und seine Mutter Ash Blossom spielen, ist das vielleicht nicht der beste Pick, den ich halt wählen würde. Dann haben wir einmal unsere Birds, die sind spielbar. Shifter ist eine Karte, brauchen wir nicht überreden. Dann haben wir D-Link, das packe ich mal zu Tier 2. Wir haben Joshua gesehen mit seiner Runic-Büste-Variante, das in so eine ähnliche Richtung geht wie das Dragon Link. Nur die Runic-Sachen geben dem Deck so ein bisschen mehr Punch. Und wir haben gesehen, dass Dragon Link selber jetzt nicht wirklich so weit hochgestochen ist. Deswegen denke ich, bei Tier 2 ist das echt gut aufgehoben. Es ist ein solides Deck, es macht ein solides Board. Hat manchmal gefühlt aber so ein bisschen Consistency-Probleme. Zumindest in Relation zu den anderen Decks. Und die Recursion von dem Deck ist nicht so stark wie die von den anderen Decks. Deswegen glaube ich nicht, dass wir es weiter oben einsortieren sollten. Exosister, spielbares Deck, brauche ich nicht überreden. Horus ist auch ein spielbares Deck. Irgendwie komisch, dass das so ein bisschen gefloppt ist mit der Horus-Engine. Aber ich sehe es aktuell als ein spielbares Deck an. Ich würde es wahrscheinlich nicht höher einsortieren, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Wir werden gucken, was da noch passiert. Haben wir noch einmal Infernoble. Das packe ich einmal zu Potenzial. Denn ich habe das Gefühl, dass wir das wahrscheinlich in naher Zukunft ein bisschen häufiger sehen könnten. Gerade auch wegen Diabelster, auch mit dem Support, der jetzt noch kommen wird. Mit den Snake-Eye-Sachen. Es ist aber auch schon jetzt ein ziemlich gutes Deck, was ihr spielen könnt, was extrem viele gute Karten beinhaltet. Deshalb ist es ein Deck, was ihr wirklich durchaus für ein Turnier picken könnt, wenn ihr damit wirklich erfolgreich sein wollt. Dann haben wir einmal Labyrinth und das kommt wieder zu Tier 1. Ich habe es bei der letzten T-Liste ja in Potenzial gepackt, weil ich nicht wusste, in welche Richtung das gerade tendiert. Wie wir jetzt gesehen haben in Bologna, es tendiert relativ weit nach oben, weil auch sehr viele gute Spieler Labyrinth gepickt haben, um damit erfolgreich zu sein. Und das hat ja auch gut funktioniert. Manadium packe ich mal zu Tier 2. Solides Deck. Kann man picken, würde ich wahrscheinlich nicht machen, weil das Endboard, wenn ihr First geht, ist halt krass, nur das Go Second gehen ist halt nicht ganz so geil. Die Liste von einem Monat oder so, die Drift mal gepostet hat, die YCS for Richmond, wo der Top 4 gegangen ist, die war ganz gut, aber im Vergleich zu den anderen Decks kann es halt nicht so viele Ressourcen wieder zurückholen. Deshalb glaube ich, dass es da so ein bisschen runterfällt zu dem, was es halt im nächsten Spielzug anmachen kann. Dann haben wir das Mikanko Deck. Ich packe das mal zu spielbar, denn ich habe das Gefühl, dass mittlerweile sich viele darauf eingestellt haben, wie man diesen kleinen Lock, den die legen, indem die ja halt den Asset Golem geben mit dem Transversor und sagen, okay, das flat geht, aber das können wir trotzdem irgendwie outen. Und ich habe das Gefühl, das passiert aktuell so ein bisschen mehr, weil viele haben angefangen, Enemy Controller zu spielen, sowas in der Richtung. Oder es gibt mehr Droplets im Format und dann sind solche Karten nicht mehr so problematisch. Oder Handtraps, die das halt aufhalten können. Wenn die halt wissen, worauf die hinaus möchten, dann werfen die halt einen Wailer auf den Transversen, habt ihr selber ein Problem. Dann könnt ihr selber nicht mehr spezial schüren. Deswegen, ja, ist ein spielbares Deck. Ich würde es wahrscheinlich nicht mit mir mitnehmen, aber es ist auf jeden Fall kein schlechtes Deck. Dann kommen wir zum Plant-Deck. Ich packe es mal so spielbar hin. Ja, es ist ein solides Deck. Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich finde, viele von den Decks, die in spielbar und Tier 2 sind, die können sich so ein bisschen switchen.
Das Riga-Deck ist halt nur dann gut, wenn der Gegner nicht weiß, was das Deck tut. Und dann wird es halt richtig gut. Ich sehe es aktuell aber nicht als so ein krasses Deck an. Poli packe ich wieder zu Tier 1. Ist ein sehr, sehr gutes Deck. Mit einem sehr guten Bossmonster. Nur, es spielen wirklich alle mittlerweile irgendwas gegen Poli in dem Deck, um das Deck mit einer Karte komplett hops zu nehmen. Ich habe sogar welche gesehen, die Crossword gespielt haben, nur für die Fallenkarte, damit sie nicht auf Noir gehen können. Kann man jetzt gut oder schlecht heißen, es heißt aber, dass die Leute sich auf Poli vorbereiten und es gibt viele Karten im Format, die das Deck so nebenbei halt trifft. Und das macht's halt gut. Ne? Sachen wie Droll kann das für das Deck nervig sein. Dann Sachen wie Triple Tactics, Thrust, die dann einfach die Möglichkeit haben, dir bis auf die Hand zu geben. Einfach sehr, sehr viele Karten, die das aufhalten können. Also jetzt Econ zum Beispiel ist auch ein klassisches Beispiel, das mittlerweile sehr viel gespielt wird. Rescue ist halt eine Zauberkarte, die was zerstören kann. Das heißt, wenn er halt den Effekt aktiviert zum Spezialbeschwören, können wir das Ding schießen und dann ist es auch weg. Also da ist viel drin, was das Deck wirklich hopsen kann, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr gutes Deck. Dann haben wir einmal Rescue Ace. Ich habe das Deck jetzt ein bisschen mehr in Action gesehen. Ich habe mir auch die ganzen Streams von Bologna angeguckt, also die beiden, die es halt gegeben hat. Und ich muss wirklich sagen, das Deck ist wirklich richtig, richtig gut. Ich werfe mal ganz kurz Unchained mit dazu, weil Unchained ist für mich immer noch das Deck to beat, neben Rescue Ace. Ich glaube aber, Rescue Ace hat so ein bisschen diesen Topspot eingenommen von Unchained, den es halt meiner Meinung nach vorher hatte. Für mich war es halt vorher das bessere Deck. Jetzt würde ich sagen, sind die auf einem ähnlichen Level. Ich finde Rescue Ace an sich von dem, was es tun kann, ein bisschen krasser. Die Recursion von Unchained ist aber ein bisschen heftiger. Das gleicht sich also so ein bisschen aus. Also wenn Unchained spielen kann, gutes Deck. Wenn Rescue spielen kann, richtig krass. Wenn Unchained nicht spielen kann, nicht so gut, aber es kann dann auch mehr machen. Wenn Rescue nicht spielen kann, endet es manchmal auf gar nichts und dann habt ihr wirklich ein Problem. Dann kommen wir einmal zu Salamangreate. Tut mir zwar weh, aber ich pack's mal zu Küchentisch. Ihr werdet auch sehen, ich habe viele Decks aussortiert, die jetzt hier nicht auftauchen, weil ich einfach hier in der Kategorie nicht 20 Decks haben wollte. Das ist irgendwie schwachsinnig, weil das Format eh so breit ist. Dann haben wir einmal Sprite und das packe ich zu Spielbar. Ich glaube, dass Sprite ein Deck ist, was man wirklich picken kann, was auch kein schlechtes Deck ist. Ich würde es wahrscheinlich sogar aktuell nicht spielen. Dann kommen wir einmal zu Tier Shizu. Potenzial packe ich es nicht in. Ich packe es mal zu Tier 1 rein, weil wir haben schon im Top gesehen in Bologna, dass das Deck wirklich auch Erfolge erzielt. Dass es ein Deck ist, was spielbar ist und vor allem im aktuellen Format, wo ein paar Mainships gespielt werden, relativ gut funktionieren kann, weil das durch mehrere Mainships durchspielen kann. Muss nicht, kann aber. Und jetzt so Karten wie Droll zum Beispiel, das Deck kann davon halt getroffen werden, aber es ist jetzt nicht so, als wenn das Deck jetzt komplett dadurch tot gehen würde. Wenn wir halt die ganzen Miller haben, dann können wir halt die ganzen Effekte Friedhof resolven. Dann haben wir einmal Vanquish Soul, das packe ich auch mal zu spielbar hin. Ich finde nämlich Küchentisch finde ich ein bisschen hart. Spielbar finde ich okay, denn ich finde, die sind auf einem ähnlichen Level wie jetzt die Decks, die wir jetzt hier haben. Ich würde Sprite sogar noch ein bisschen besser einordnen als jetzt die Decks hier. Wobei das halt hier, je nachdem, wie sich die Leute auf die Decks vorbereiten, schon besser sein kann. Aber ich würde es trotzdem, glaube ich, hier sehen, weil das halt ein Deck ist, was gut ist. Aber dadurch, dass Kurikara aktuell nicht mehr so gut ist, so halt in der Non-Engine nicht mehr ganz so viele Slots, die halt diesen Feuerslot füllen. Neben Ash und Kurikara, und da hast du so ein bisschen das Problem mit der Non-Engine. Und dann für mich, die Überraschung des Wochenendes, wie viele wahrscheinlich auch, ist Runic Bestial. Ich packe das mal zu Potenzial hin. Denn Joshua hat damit eine YCS gewonnen. Joshua ist einer der besten Spieler in Europa, den wir haben. Wahrscheinlich sogar der beste Spieler in Europa, den wir haben. Und er hat damit gewonnen. Heißt das jetzt, dass das Deck das krasseste ist und der Metacall ist? Ich glaube nicht. Das Deck selber, ich habe das Deck vorher von Joshua schon gesehen, also wenn das Video online geht, ich habe das schon gesehen. Das Deck ist wirklich gut. Ich glaube aber, dass das Deck extrem davon profitiert, wie gut Joshua das piloten kann. Denn ich habe das Gefühl, dass es für ein Runic-Deck aktuell keinen besseren Piloten gibt als Joshua. Denn die Ressourcen, die das Deck halt aufbaut, sind gar nicht so viel. Das Deck zieht da viele Karten, klar. Aber du machst halt mit minimalen Karteninteraktionen den Gegner kaputt. Und ich habe das Gefühl, das können nicht so viele Spieler so nutzen, wie es Joshua getan hat. Denn ich habe manche Plays gesehen in den Feature-Matches, wo ich mir gedacht habe, ich hätte anders gespielt, was zu dem Zeitpunkt richtig gewesen wäre. Aber am Ende war das, was Joshua gemacht hat, richtig und hat in das Game gewonnen. Das heißt, ich hätte mit dem Deck verloren. Ich bin jetzt auch kein Top-Yu-Gi-Oh!-Spieler. Was ich mir aber zeigen möchte, ist, dass halt Spieler, der das Deck nicht so spielen würde wie Joshua, hätte mit nicht diesen Erfolg gehabt. Klar, er hat wahrscheinlich auch ein bisschen Glück gehabt, ne? Wir haben im Finale gesehen, Nibiru plus Druidsworn, ja, ist eine Killer-Kombo, ne? Sagt man hier so schön.
Aber er ist natürlich trotzdem mit dem Deck krass gespielt. Also wirklich auch aus Händen, die nicht so gut waren, viel rausgemacht. Und ich finde die Interaktion zwischen Little Knight und Regained heftig. Die Interaktion zwischen Little Knight und Baron ist auch insane. Das ist richtig geil. Und wie Josh schon vorher auch gesagt hat, Duality in dem Deck eine krasse Karte, weil es viele Karten gibt, die dir Sneaky so einen Win holen können. Deswegen überraschenderweise ein sehr solides Deck, aber ich glaube, es gibt wenige, die das Deck spielen können. Ich habe es trotzdem zum Potenzial gepackt, aus dem Grund, deswegen, weil Joshua gewonnen hat, werden jetzt viel mehr Leute dieses Deck ausprobieren und dadurch werden logischerweise auch ein paar wahrscheinlich in den Top Cut kommen. Weil das Deck selber ist ja ein solides Deck. Heißt, wenn du das einigermaßen gut piloten kannst, wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen Erfolg damit haben. So viel wie Joshua wahrscheinlich nicht, aber es ist trotzdem ein gutes Deck. Also ich habe das nicht kommen sehen, muss ich fairerweise sagen, weil ich hatte so, ja, Runic im aktuellen Format, ich würde eher Handtrip spielen als Runic-Karten. Joshua hat gezeigt, ja, wenn die Handtrips gut sind, also Ash und die Bistrels, das kann schon ganz schön wehtun. Das ist meine Tierlist für das aktuelle Format im Dezember. Schreibt mir in den Kommentaren, wenn ihr was anders seht, gerne konstruktiv und nicht schreiben, das Deck ist besser, weil das. Einfach mal sinnvoll, warum ihr denkt, dass ein Deck besser ist als ein anderes. Dann sehen wir uns in den nächsten Videos dann noch rein. Ciao, Leute.